Meine größte Motivation ist eigentlich, das Unternehmen voranzubringen und für Effizienz und Effektivität im Unternehmen zu sorgen. Unser Bereich ist immer wieder von Outsourcing bedroht und dadurch, dass wir aber eine Qualität vorweisen können, die unsere Kunden auch von uns verlangen und die sie auf dem sonstigen Markt in Deutschland so nicht erhalten können, haben wir immer noch einen ganz guten Stand. Für unser Unternehmen ist das Qualitätsmanagement an sich wichtig, um zum einen zu erreichen, dass jeder Mitarbeiter sich seines eigenen Einflusses auf die Qualität bewusst ist und damit auch jeder Mitarbeiter weiß, was er tun muss, um eine hohe Qualität zu erreichen. Herausforderungen sind immer die Menschen, weil jeder Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die wir im Unternehmen haben, jeder reagiert anders. Und es sind ja nicht nur die Mitarbeiter, sondern es sind ja vor allen Dingen die Kunden, wo wir von leben, die uns die Aufträge geben und uns bezahlen und deren Mentalität und Anforderungen auch mitzunehmen und ins Unternehmen zu tragen. Das heißt, jeder Mitarbeiter muss im Prinzip den Kunden verstehen. Er muss wissen, was er denn will und warum. Die Herausforderung ist, dass man alle ins Boot holen muss, dass jeder mitwirken muss im Qualitätsmanagementsystem und man versuchen sollte, die Leute zu begeistern, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ich habe ein sehr schönes Beispiel aus einem Sanitätshaus, mit dem ich gearbeitet habe, die einen Fall hatten, dass ein Patient mit einer prothetischen Versorgung verunglückt ist und das Sanitätshaus verklagt hat, also das Orthopädietechnikunternehmen verklagt hat. Und der alte Meister, der vorher in hohem Maße sich gesperrt hatte und sagt, na, ihr Theoretiker mit eurem ganzen Aufgeschreibe, hat mir hinterher gesagt, wir konnten die Klage nur deswegen abwenden, weil wir ein QM-System hatten. Wir konnten alles nachweisen, was wir gemacht haben, das hätten wir vorher nicht gekonnt. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen ohne Qualitätsmanagement zielführend arbeiten kann. Ohne Qualitätsmanagementsystem geht nichts. Wenn jemand sich auf dem Markt behaupten will und wenn er weiterkommen will, dann muss er, egal ob das dokumentiert ist oder nicht, doch eine Art Qualitätsmanagementsystem leben. Das Ziel ist natürlich immer, durch eine gute Qualität, durch eine erwartete Qualität auch den Kunden zufriedenzustellen und wenn möglich den Kunden an sich selbst und das Unternehmen zu binden. Letztendlich geht es immer darum, wie gehe ich mit den Anforderungen um, die auf mich einprasseln, sei es von Kunden, sei es vom Gesetzgeber, sei es aus eigenem Interesse und wie stelle ich mich intern auf. Es läuft immer darauf hinaus, wie organisiere ich die Aktivitäten meiner Mitarbeiter, dass sie im Zusammenspiel, im Zusammenwirken das erwünschte Ergebnis erreichen. Und das bleibt immer der Kern von Qualitätsmanagement, die Außensicht nach innen, was wird von mir erwartet. Wie stelle ich mich intern auf, um diese Erwartungen zu erfüllen?